Die EU versucht, die Wahlbeteiligung mit dieser emotionalen Werbung zu steigern. Each of us can leave a mark, but together we can make a real difference. That's why we vote. Turnout has been falling for years. Denn die Beteiligung an der Europawahl fällt von Mal zu Mal. Viele Beobachter führen als Grund an, dass die Weltkriegsgeneration verstirbt und es immer weniger Menschen gibt, für die Wählen eine Pflicht ist. Das ist ein Problem für die EU, denn ihr wird oft vorgeworfen, nicht demokratisch genug zu sein. Wer also geht zu den Wahlen? In einigen Mitgliedsländern herrscht Wahlpflicht, dort ist die Wahlbeteiligung am höchsten. Der scheidende Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprach sich für eine Wahlpflicht aus, wie sie in seiner Heimat Luxemburg. Gilt. Dort sei die Beteiligung 2014 doppelt so hoch gewesen wie im EU-Durchschnitt. Generell gingen mehr Männer zur Europawahl als Frauen. Und bei den über 50-Jährigen war die Beteiligung am höchsten. Bei den Berufsgruppen gingen Manager, Selbstständige und Rentner am häufigsten wählen. Bei Studenten, Arbeitern und Arbeitslosen war die Beteiligung deutlich geringer. Euronews wird beobachten, wie sich dieser Trend entwickelt. Wir berichten in unserem Fernsehprogramm und auf de.euronews.com über die Wahl 2019.